willkommen bei einem neuen Video. Und zwar besuche ich jetzt den nächsten Spot, Proteinburger. Ein schöner Name als Abendessen, einen guten Proteinburger. Ich habe gar keinen Hunger, ich bin schon 13.000 Schritte gelaufen. Und mal sehen, wie das Ganze dann halt enden wird. Ich hoffe, ich kriege irgendwie Hunger. Wir haben jetzt nämlich, wie viel Uhr? Wir haben jetzt 17.30 Uhr. Und ich hoffe, ich kriege doch jetzt langsam, aber sicher Hunger. Dann würde ich sagen, seid gespannt, wie das da jetzt aussehen wird. Und bis gleich. Ich bin jetzt angekommen. Hinter mir ist Proteinburgerladen. Und ich habe jetzt mit dem Besitzer auch gesprochen, der ist jetzt leider nicht anzutreffen. Und ich kann alles außer quasi die Küche filmen. Der Laden ist leer, hat aber nichts zu sagen. Wir werden trotzdem mal abchecken und sehen, was der Laden so als anzubieten hat. Das ist quasi genau hinter mir der Laden. Hier vorne ist das Logo quasi. Und ich bin mal gespannt, wirklich, wie das sein wird. Ich bin erstmal ein bisschen skeptisch, aber das kann sich ja täuschen. Also ich würde mal sagen, wir gehen mal rein und checken mal den Laden ab. Vorne bestellt. Der Besitzer ist jetzt gerade gekommen. Ich habe mit ihm nochmal gesprochen. Der Laden ist leer, aber es hat nichts zu sagen. Also sein Konzept ist mit Avocado. Ich habe jetzt einen Beef Burger bestellt mit Avocado und Low Cheddar Käse und dazu also Pommes. Aber das ist mit, was hat er gesagt, für ein, ich habe jetzt vergessen, was für ein Öl er benutzt. Ich habe ihn gefragt, warum er nicht mit Airfryer das Ganze macht, und er meint, weil halt so viel los ist, dass er nicht hinterherkommt mit dem Airfryer. Ich werde es probieren. Ich habe vergessen, welches Öl das gewesen ist, aber das in dem Moment klang das für mich plausibel. Und als Getränk ein Basilikum-Eidern-Getränk. Also das heißt, Eidern gemischt mit Basilikum, und es wird auch meistens verkauft. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das schmeckt. Und wir sehen mal einfach jetzt, wenn es dann da ist, wie das schmecken wird. Das Brot muss ja quasi auch auf Proteinbasis sein, weil ansonsten macht das Ganze ja wenig Sinn. Wenn das Ganze kommt, dann frage ich mir das Ganze, dann seid ihr auch dabei. Genau, und ansonsten ein schicker Laden. Wie gesagt, ich begrüße es für mich gerade persönlich, dass der Laden leer ist. Muss es ein schlechtes sein. Ich meine, Burger und so ein Konzept, Proteinburger, ist halt nicht der Standard. Deswegen ist das ganz normal. Also, wir sehen uns dann, wenn der Burger da ist. Der wird gerade zubereitet, sehe ich gerade von ihm. Und ich habe auch mit dem Besitzer gerade gesprochen. Da habe ich ihn gefragt, wie seine Burger-Buns gemacht werden. Und da ist kein Natron oder drinne, kein Zucker drinne. Und irgendwelche Zusatzstoffe sind da auch nicht drin. Und jetzt kommt mein Essen gerade, sehe ich. Schickgelehrt, sau. Ja. Sausen, sau. So. Also, das ist hier mein Getränk. So sieht mein Getränk aus. Ich koste mal direkt, wie mein Getränk schmeckt. Ja, das ist einfach Eider mit Basilikum, voll krass. Noch nie so eine Kombi getrunken. Eigentlich ganz gut, schmeckt ganz gut, kann man nichts meckern. So, und das ist hier mein Teller. So sieht mein Essen hier aus. Ich versuche mal, mich hier auszublenden, damit ihr hier nur das Essen seht. Und hier ist der Burger auf jeden Fall. Und hier, so sehen halt die Pommes aus. Also, kosten wir von der Pommes. Also es ist, übrigens sieht die Pommes dann so aus. Also die Pommes, die sind jetzt, riechen ganz anders und sehen auch ganz anders aus. Das sind Süßkartoffelpommes.
Man muss immer sowas ohne Soße kosten. Hat was. Im Endeffekt schmeckt mir das sogar gut. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und jetzt kosten wir mal hier vom Burger. Direkt beim ersten Bissen merkt man einen großen Unterschied zu normalen Burgern. Das Brot ist zwar fluffig, aber es ist jetzt nicht so, man merkt einen Unterschied zu normal herkömmlichen mit anderen zugesetzten Sachen beim Brot. Es ist nämlich etwas, ein kleines Stück härter, aber nicht so, dass es einen stört. Und das Fleisch schmeckt eigentlich auch sehr fleischig. Also man merkt einen richtigen Fleischgeschmack heraus und nicht so viele Gewürze. Es ist halt eine Geschmackssache. Ich persönlich bin der Fan von mehr Fleischgeschmack als zum Beispiel die anderen Beilagen oder das ganze Gewürz, ja. Also wenn jemand, der nicht so gerne auf die Gesundheit achtet, sage ich mal, und herkommt und das isst, würde ich einfach sagen, Bro, das ist ein normaler Standardburger, der irgendwie gefailt ist. Also man muss schon wissen, dass es hier so kalorienärmer und kalorienreduzierter Burger und Pommes ist. Und wenn man auf die Gesundheit dementsprechend achtet, dann weiß man auch, was einem erwartet. Und die Geschmacksknospen und Nerven haben sich auch sowieso bei dieser Art von Ernährung auch erheblich angepasst. Ich habe noch ein Bissen. Also hier drin sind gebratene Zwiebeln, Avocado, dann, ich glaube, das ist Sour Cream, glaube ich, und halt Cheddar. Und die Pommes feiere ich irgendwie. Schmecken sehr, sehr nussig, weil die auch in Nussöl gemacht worden sind. Man muss es auf jeden Fall mögen. Also ich persönlich, ich mag das, mir schmeckt es. Man kann öfters so zu einem Laden gehen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich cheat eigentlich nie, so gefühlt alle 3-4 Wochen mal oder so, dann würde ich sagen, sucht euch lieber einen anderen, weil ihr das eh nur einmal macht, ja. Aber so etwas kann man halt öfters essen, das ist halt der Vorteil. Und trotzdem hat man einen sehr, sehr guten Geschmack. So, ich fetze das Ganze jetzt weg, wir sind eigentlich jetzt am Ende gekommen und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich, wenn ich hier fertig bin. Oh, hat das lange gedauert, bis ich mal jetzt aufnehmen konnte für euch, wegen dem Fazit des Proteinburgers. Also das Problem war, weil ich halt auf offener Straße war quasi, es war so extrem laut, no chance zum Aufnehmen. Also, Fazit ist, es ist okay, ja, aber ich würde nicht nochmal hingehen. Also, es ist ein guter Laden, Konzept ist cool, seine Idee ist gut, aber es ist mir einfach zu einfach gemacht. Es ist mir zu standardhaft gemacht, weil viele machen so ein Konzept und jetzt sehe ich nichts mehr. So. Es ist viel zu einfach und das kann ich jetzt nicht empfehlen. Ja? Also es ist jetzt nicht schlecht, aber es gibt zum Beispiel, wo wir vorhin waren, Healing Foods, ist wirklich 1000-mal besser. Ja? Und es ist okay. Ja? Also für zu Hause zum Selbstmachen nachmachen ist es gut, aber wenn ich Geld bezahlen muss, in ein Restaurant gehen, ist es leider für mich persönlich nicht die erste Wahl. Freunde, wir sind jetzt hier am nächsten Spot angekommen und zwar sind wir jetzt an so einem, ja, also nicht Kapalı-Çarşı, das wäre so quasi so ein Markt, den eigentlich jeder in der Türkei kennt, sondern das ist eher so ein, ja, auch so ein Markt, das ist aber auch zu, das ist bedeckt, also überdacht quasi und hier kommen quasi alle, ja, was heißt Bauern, aber halt Leute, die selbst ihre Waren produzieren, immer hierher, das heißt, hier ist alles
organisch, sage ich mal, auch hergestellt. Das heißt, hier gibt es jetzt Sachen zu essen. Hier gibt es Früchte, also Früchte im Sinne von Säfte, ja, also selbstgepresste Säfte und. Also viele, viele Sachen, die die Leute halt selbst produzieren, auch vor den Augen sogar der Leute hier produzieren und die man selbst kaufen kann. Deswegen kann man eigentlich sagen, das ist hier wirklich allerhöchste biologische Anbau. Servus Freunde, herzlich willkommen bei dem Biomarkt. Also vorab für euch nochmal eine kleine Zusatzinformation. Das wird jetzt ungefähr, ja, so 8 Minuten gehen. Und ich werde jetzt hier einen Voice-Over machen. Also ihr hört mich ja gerade. Aber ich werde nicht jetzt die ganze Zeit etwas sagen. Nur an bestimmten Stellen werde ich was sagen. Wer keinen Bock hat, hier das Ganze sich anzuschauen, ich habe in der Videobeschreibung Timesteps hinzugefügt. Ihr könnt dann einfach auf die nächste Szene springen oder ihr könnt auch sagen, hey, ich gucke mir das ein bisschen an und dann springe ich rüber. Wie ihr da lustig seid. Im Hintergrund läuft das Ganze hier noch. Und ja, das ist quasi ein Markt, der findet jeden Sonntag statt. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo der war. Auf jeden Fall, dort sind eigentlich, ja, also Stände sieht man da hier und jeder hat einen Stand. Und da werden halt die eigenen Produktionen oder die eigenen Marken, die man da halt verkaufen möchte, angeboten. Und da sehen wir, wir haben da ganz viele Verschiedenes an Käse, Milch, Fleisch, Gemüse, Obstsorten aus ganz verschiedenen Sachen. Hier sehen wir auch gerade zum Beispiel, ja, so auch so aus Pistazien oder was haben wir hier, getrocknete Trauben, ja. Organik steht da drauf, das heißt auf Türkisch Bio, ich sage immer organisch, aber das Wort gibt es eigentlich auf Deutsch, soweit ich weiß, in der Bedeutung eigentlich gar nicht. Also auch Mehlsorten, Bio-Nudeln und was weiß ich was alles. Ja, das sehen wir hier im Video, ist eigentlich sehr, sehr interessant, kann ich eigentlich nur empfehlen und da wird extrem reingesummt, meine lieben Freunde, da wird extrem reingesummt. Ja, also was haben wir hier, Rigatoni, Doual ve Bölgesel, ja, das heißt quasi, dass es halt Bio ist und quasi hier, wie heißt es nochmal auf Deutsch? Also quasi hier, dass es in der Umgebung hergestellt wird. Ja, also dann Fleisch habe ich schon erwähnt, auch so, ja, so Erdbeer, Marmelade und. Ja, also alles Mögliche ist hier zu finden und ich finde das eigentlich persönlich wirklich, ja, eine sehr, sehr geile Sache. Die Preise, das ist nochmal eine andere Geschichte, ja, also ich habe ja auch schon gesagt gehabt, dass in der Türkei momentan das Ganze, die Inflation durch die Decke gerade schießt, ja, momentan sind 18 türkische Lira 1 Euro, das ist schon brutal, wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube 2000, wann war ich da nochmal, 13, 14, nee, später, oder? 15, keine Ahnung, ich glaube doch 13, glaube ich, auf jeden Fall, da war zum Beispiel 1 Euro ungefähr 4 Lira und jetzt ist es das Vierfache von dem. Das ist schon brutal, auch hier ganz kurz Himalaya-Salz, sehr, sehr geil. Auf jeden Fall, deswegen sind auch die Preise dementsprechend teuer geworden und nicht jeder kann sich hier dort speziell ist aus diesem Markt oder und auch unspeziell von nicht von diesem Markt wenig leisten. Ja, Eier haben wir auch, also wirklich Gemüse, Obst, Früchte, Nüsse jeglicher Art, alles Mögliche seht ihr gerade hier im Video, ist wirklich da zu finden. So, jetzt kommen wir gleich zu einem Stand, aber das werden wir dann sehen. Da habe ich da jemanden gefragt, was das ist. Ich habe dann gesagt, sind das Pilze, weil es wie Pilze aussieht. Dann hat er gesagt, nee, das sind Engina. Und dann macht er, hey, du bist doch ein Fremder, oder? Du bist doch ein Ausländer. Ja, was juckt dich das? Also spiel mal, lieber Freund. Ja, hier, jetzt kommt der Part gleich. Nee, nach den Tomaten. Übrigens sehen die auch richtig geil aus. Kommt der Part. Oh, Schwarztee, lecker, 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 lecker. Jetzt. Aber, ja,
Yok, enginar. Ne? Enginar. Ha, enginar. Yabancısınız galiba şeylere. Mantara benziyorsun. Schlauberger, ey. Ganz ehrlich. Als ob man ein Ausländer ist, nur weil ich nicht gewusst habe, dass es Engina sind. Also, jetzt sind wir hier an den Preisen. Guckt euch mal die Preise an, die sind echt nicht von dieser Welt. Ich meine, okay, die Fleischpreise in der Türkei waren schon immer etwas teurer. Oh, falsches Standbild. Hier, richtiges Standbild. Aber ja, es ist verhältnismäßig sehr, sehr teuer. Vor allem auch noch jetzt aufgrund der Inflation. Und natürlich sind das hier Bio- Fleischsorten. Und übrigens, ich nehme gerade das zum zweiten Mal auf. Irgendwie war da so in der Aufnahme drin. Und das ist sehr, sehr ärgerlich. Also kann ich schön nochmal 10 Minuten Audioaufnahme von neu machen. Ja, Pilavlık Bulgur, das ist quasi ja so ja, Reis, Bulgur-Reis ist das quasi. Und ja, ich empfehle euch natürlich, das empfiehlt aber euch jeder YouTuber, bis zum Ende wirklich dran zu bleiben. Am Ende natürlich seht ihr noch den geilen Saft, den ich trinke, wie der zubereitet wird. Und den Gözleme, der auch dann quasi aufgenommen wurde von mir. Da sieht man auch die Zubereitung. Sehr, sehr lecker natürlich auch gewesen und das war ein Cheat, den ich mir auf jeden Fall gegönnt habe und nicht bereut habe. Ich war aber extrem voll, ich hatte dann an dem Tag wirklich genug gegessen und getrunken. Schöner, geiler Markt auf jeden Fall, sehr zu empfehlen. Honig, auch verschiedene Honigsorten gibt es da auch. Und ja, nochmal an der Stelle, seht mir denn bitte nach mit den Verwackelungen. Ich bin jetzt verunsichert, ob ich das schon mal gesagt habe jetzt in der Audioaufnahme, weil ich nur einen Part von neu mache und nicht das Ganze. Aber seht mir auf jeden Fall nach, wenn es Wiederholung ist, Wiederholung, dass es gewackelt hat. Ist nicht immer so und ich habe auch schon vorgesorgt, dass es nicht mehr so sein wird. Essen, ja? Ja, die Marke Essen hier ist vertreten. Kenne ich nicht, aber Essen ist Essen. Und seid auf jeden Fall gespannt. Es werden noch, muss ich überlegen, ich glaube... Also jetzt heute habt ihr das Video gesehen, das ist quasi das zweite Video aus der Serie und ich denke, es kommen noch 3 Videos, denke ich mal. Ich muss mal schauen, ob ich viel rauskitzeln kann, aber ich denke, es kommen noch 2 bis 3, sage ich mal. Jetzt vorsichtig ausgedrückt, 2 kommen Minimum, auf jeden Fall. Ein drittes muss ich schauen, ob ich das noch irgendwie herauskitzeln kann, aber 2 auf jeden Fall. Jetzt habe ich mich zu oft über die Sache hier geäußert. So, und jetzt neigen wir uns hier auf jeden Fall, also was den Biomarkt hier an sich angeht, was ich euch hier zeige, dem Ende zu, weil die anderen Stände sind eigentlich immer dasselbe gewesen. Das wäre nur reine Wiederholung. Ich habe da 20 Minuten aufgenommen, deswegen. Havuç, karışık olsun. Portakal, havuç, elma. Bir de, evet. Tamam, çok az pancar atayım size. Size de mi küçük boy olsun? Bu 15-20. 15 yeter. 15 yeter, tamam. Pancar, havuç, elma, portakal mı? Evet. Tamam. So, jetzt, da habe ich gesagt, dass ich gerne einen Multivitaminsaft haben möchte mit Äpfel, Karotten, rote Beete und Orange. Die nette Dame macht das wirklich sehr, sehr gut und das sieht auch sehr schmackhaft aus. Und wo ich mir gerade das Ganze anschaue, kriege ich extrem Bock wieder auf so einen Saft. Boah, lecker, ey. Boah, ey. Das ist so lecker gewesen. Ohne Witz, ey. Rote Beete auch sehr, sehr wichtig zum Entgiften. Sehr, sehr gesund. Mir läuft echt das Wasser im Mund gerade zusammen. Ohne Scheiß hier.
Dankeschön, dankeschön. Ah, 30 Lira. Ah, du kleiner Lauch, Sero, hm? Schmeckst dir. Hm? Ah, erstmal Skeptiker hier, natürlich wie immer. Ja, 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 nicht schlecht. Da nickst du mit dem Kopf, da wackelst du, kein Wackeldackel. Ja, richtig lecker. Ja, gönn dir, Bro, gönn dir, du kleiner Lauch. So, ab zum Cheaten hier, meine Damen und Herren, ab zum Cheaten. Das Ganze nennt sich Gözleme. Und ich habe gerade gesagt, dass ich da eins möchte mit Käse. Sade Peynir. Ja, Sade Peynir. Also nur Käse, ohne nichts. Ja, mit viel Käse. Ich möchte mein Gözleme mit viel Käse haben. Ja, ganz klassisch, türkisch, traditionell. Wird hier mit einem Holzstock, sage ich mal jetzt, Oklava heißt das auf Türkisch, der Teig aufgerollt. Und dann wird quasi der Teig befüllt mit Käse oder zum Beispiel mit Käse, mit Spinat oder mit Ei oder mit Hackfleisch. Und da sieht man hier in den Töpfen, da sind verschiedene Sachen. Meistens ist, also der ganz Klassiker ist halt Käse mit Spinat gemischt. Und dann wird das Ganze zugeklappt und dann auf so einem Ofenherdteil, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, draufgelegt und dort quasi, ja, nicht angebraten, sondern keine Ahnung, wie man das hier nennt. Ja, das ist ein bisschen gerade Fail von mir, aber ist so. Ist so, Pech. Zack. Drauf drücke. Und dann links sieht man, da glänzt ein bisschen, sieht man. Und ja, da wird noch ein bisschen Butter drauf geschmiert. Und dann wurde das quasi dann so serviert. Beide, beide, beide. Hello. Ja, das davon sprach ich. Das kommt da drauf. Und dort werden quasi dann die ganzen Gözlemes zubereitet. Ja, mit Tee zusammen. Richtig lecker gewesen. Und ham, ham, ham. Lecker. Das war's für mein Video, meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da und ein Abo, falls du es nicht gemacht hast. Und dann bis zum nächsten Sonntag. Bis dann. Ciao.